Ich war das, ich habe nur entfahren lassen, nichts Wildes. Hi Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Video für euch, was es schon länger so nicht mehr auf meinem Kanal gab. Und zwar geht es mal wieder um unsere Eltern und natürlich auch um uns selbst. Und ich habe mir die Kritik von meinem letzten Video mit Olga ziemlich angenommen, denn ihr habt mir gesagt, dass man ihr super schwer zuhören kann, weil ich ja immer diesen russischen Akzent mache, wenn ich Olga bin. Und das kann ich auch total verstehen. Wenn man selber kein Russe ist und diesen russischen Akzent nicht gewöhnt ist, dann ist es wirklich ziemlich schwer, da mitzukommen. Deswegen wird es jetzt keine reinen Olga-Videos mehr geben, sondern ich werde sie einfach zwischendurch immer mal wieder einbauen, so wie in dem heutigen Video. Und heute geht es eben um eine Welt, in der Eltern immer das sagen, was sie denken. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann bleibt unbedingt dran. Und vielleicht habt ihr auch Bock, meinen Kanal zu abonnieren, dann macht das jetzt sehr, sehr gerne. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video und wir starten. Wenn Eltern dich runtermachen, anstatt dich anzulügen. Mama, was glaubst du? Sieht das gut aus, das Oberteil? Ich meine, ich weiß, ich bin nicht die Dünnste, aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Wenn du findest, dass ein Walross dünner sieht, dann zieh das an. Hä? Okay. Ja, du hast mich noch deine Meinung gefragt, ich sage nur Wahrheit. Zieh an, Kind, los. Walrosse sind auch süß. Wenn Eltern einfach keinen Bock haben. Boah, Mama, kannst du mir mal helfen? Ich trage hier gerade voll die schweren Sachen. Ich bräuchte mal ganz kurz deine Hilfe. Mama? Hallo? Könntest du mir jetzt bitte helfen? Ich könnte helfen, aber ich habe keinen Bock. Wie, du hast keinen Bock? Ich muss dir doch auch mal helfen. Hallo, kannst du das jetzt machen? Oh. Alles okay? Oh mein Kind, steh doch auf. Kann doch nicht so schwer sein. Oh. Wenn Eltern sich in dein Liebesleben einmischen. Mama, was machst du hier? Wartest du schon die ganze Zeit auf mich, oder was? Ja, ich wollte wissen, was ihr habt getrieben, du und Hans. Ja, wie? Wir haben uns einfach... Er hat mich geküsst. Wie? Was geküsst? Worauf hat er dich geküsst? Auf die Lippen oder auf die Schamlippen, ne? Mama, das werde ich dir doch jetzt nicht beantworten. Spinnst du? Wir haben uns ganz normal geküsst. Ach du Scheiße! Kind, hast du überhaupt Ahnung, wofür da ist Kondom? Weißt du überhaupt, was das ja, ist? Ja, ich weiß, was ein Kondom ist. Bitte geh jetzt raus. Ja, ist okay, ich geh jetzt raus. Ja, aber bitte benutze Kondom, okay? Bitte. Wenn Eltern die Hoffnung machen und sie dann vollkommen zerstören. Anna, hast du Lust auf Tee? Ja, ich hätte mega gerne einen Tee. Ja gut, dann macht ihr selber, ja? Ich habe jetzt keine Zeit. Okay. Oh, nee, jetzt will ich keinen mehr. Boah, nee. Nee, danke. Wenn Eltern deinen Freund oder deine Freundin einfach nicht mögen wollen. Boah, Mama, du glaubst nicht, was Hans mir gerade geschrieben hat. Ich lese dir das mal vor, ja? Hallo Anna, du bist die süßeste Blume auf meinem Feld. Deine Augen strahlen so hell wie die Sonne. Ist das nicht süß? Und er hat dann auch noch geschrieben, dass mein Lächeln das Schönste ist, was er jemals gesehen hat. Warum? Der ist einfach so schleimig. Hast du das gehört? Der sollte lieber mal auf dem Feld arbeiten, ja? Anstatt die Blumen zu pflücken. Aber Mama, du machst alles kaputt. Also ich liebe Hans, okay? Wenn Eltern früher viel schlimmer waren als man selber. Du Mama, ich weiß, es ist voll die doofe Frage, ne? Aber guck mal, Sabrina hat mich zum Vortrinken eingeladen, weil wir danach noch feiern gehen wollten. Und natürlich ist es schon üblich, dass man zum Vortrinken auch Alkohol mit sich bringt. Und ich dachte mir, ob ich nicht vielleicht diese Wodkaflasche mitnehmen könnte. Also ich weiß, man trinkt ja auch kein Alkohol und ich werde das auch sonst trinken. Ach, kein Problem, nimm Wodka mit. Wenn du wüsstest, wie viel ich früher Wodka getrunken habe, wir waren jedes Wochenende vollkommen dicht. Habe nackt auf die Tische getanzt, alles okay, nimm ruhig mit, ist kein Ding. Dann nehme ich die mit, ja? Ja, ja, viel Spaß, okay? Wenn Eltern einfach viel zu ehrlich sind. Mom? Was war das gerade für ein Geräusch? Das war ich. Ich hab nur gefurzt. Nichts Wildes.
Okay. So, und damit wäre ich jetzt auch schon am Ende meines Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat oder aber, wenn ihr vielleicht einen gegenteiligen Teil davon haben wollt, also zum Beispiel, wenn Kinder immer das sagen würden, was sie denken, dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, damit ich das sehen kann, oder lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es wie immer hier an der Seite 2 ältere Videos von mir. Schaut da gerne mal vorbei, falls ich euch neugierig gemacht habe. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ciao!